Also wir haben erstmal die drei Orientierungen in du, ich und es oder wir. Mal gucken, dann geht beides. Beim Beziehungsbereich und beim Beziehungstypen ist es komplett eindeutig. Hier ist die Orientierung auf das Du. Der Beziehungstyp heißt auch deswegen Beziehungstyp nicht, weil er jetzt besonders gute Beziehungen führt. Das sind bei dem genauso gut oder schlecht wie bei den anderen Typen, sondern der Beziehungstyp heißt Beziehungstyp, weil er sich in seinem Denken und Wahrnehmen immer auf jemand anderen oder jemand andere oder etwas anderes bezieht. Das geht ganz früh los, das geht schon in der Kindheit los. Ich kann da eine kleine Fußnote machen. Es ist die Frage, wie wird man denn das, was man ist? Ich stimme Dietmar Friedmann zu, der sagt, das ist Prägung. Dietmar Friedmann hat einen berühmten Schüler, Werner Winkler heißt er, der einen exzellenten Newsletter schreibt, einmal die Woche über Psychografie. Und Werner Winkler ist der Meinung, es wäre angeboren, es wäre genetisch. Das widerspricht meiner Beobachtung sehr und darum bin ich auf der Seite von Friedmann. Es ist irgendwie geprägt durch eine bestimmte Orientierung, die wir auch in den ersten Jahren bekommen. Und Beziehungstyp wird man dann, wenn man sich von Anfang an sehr auf andere orientiert. Wenn wir nachher noch mehr dazu kommen, woran man die Typen vielleicht erkennt, ist es so, dass Beziehungstypen häufig, nicht immer, aber häufig, sind das die, die am besten aussehen von den drei Typen. Und das liegt einfach daran, weil die halt von Anfang an den Positionswechsel üben. Das heißt, die üben Posing und solche Sachen. Das heißt, die sind am besten darin, dass sie sich hineindenken können in andere und von deren Perspektive sich sehen. Das heißt, die wissen um ihre Wirkung. Darum sind die auch eher die Leute, die einen Tick dramatischer und einen Tick expressiver sind. Wenn ihr euch, das ist nachher ein ganz großer Tipp von mir, die Prominentenliste anguckt auf der Seite der Psychografie-Initiative von Werner Winkler. Ja, Ingo. Leider hast du kein Foto von dir angegeben. Also wenn ihr euch nachher die Prominentenliste anseht, werdet ihr merken, dass die meisten Schauspieler sind Beziehungstypen, weil die halt, wie gesagt, angenehmes Äußeres haben, aber halt auch sehr von Kindheit an üben, ihre Wirkung auf andere zu trainieren. Um hier mal einem Gerücht gleich komplett entgegenzutreten, die Beziehungstypen haben nicht mehr Emotionen als die anderen Typen, überhaupt nicht. Also alle drei Typen haben gleich viele Emotionen, aber die Beziehungstypen haben gelernt, die Emotionen zu zeigen, auszudrücken.